Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Stationeer. Willkommen auf der Venus, ich bin Gairon. Ich habe ein klein wenig gebaut und gewerkelt und gemacht. Ich habe das Ganze etwas auf den aktuellen Stand gebracht. Ich habe hier draußen schon mal Licht montiert, dass wir hier auch in der Nacht etwas sehen ohne die Taschenlampe. Und ich zweige hier jetzt neu Kohle ab. Die Kohle läuft da überirdisch vorne durch. Man kann es von hier aus auch schon sehen. Ich habe hier drinnen etwas umgebaut. Da zweigen wir Kohle ab, die direkt mit den Kohlegeneratoren verbunden sind. Erst wenn hier der ganze Rang voll ist mit Kohle, dann gehen die restlichen Kohle dann hier rein ins Silo. Ist hier zwar nicht mehr so ganz symmetrisch, aber naja, es ist zweckmäßig, das musste so sein. Hat allerdings der Nachteil, bis das ganze Rohr jetzt mit Kohle gefüllt ist, lagern wir keine Kohle mehr im Silo ein. Dann könnte es noch etwas knapp werden mit dem Silo. Und wir gehen mal kurz rein. Ich habe auch drin ein klein wenig umgebaut. Das zeigen wir jetzt gleich mal kurz. Es wird mal so dunkel hier drin. Na, wie lange brauchst du denn zum Cyclen? So. Wir erinnern uns, wir haben hier das letzte Mal noch den Knopf angebaut. Der hat nicht funktioniert, weil wir da hinten ein Kabel nicht verbunden hatten. Das bringt nichts ohne Licht. Wir hatten da hinten ein Kabel nicht verbunden, deswegen hat er die Lampen nicht gefunden. Aber jetzt funktioniert das alles wunderbar. Wir haben hier Licht. Hier habe ich eben, wie gesagt, umgebaut. Die Batterien sind vorher hier gestanden. Die haben wir hier drüber versetzt. Die Generatoren sind neu angeordnet und mit dem Rohr verbunden. Hier habe ich Sichtfenster genommen, damit man auch sieht, ob da noch Kohle vorhanden ist. Die sind noch nicht automatisiert. Das machen wir dann zusammen. Dann habe ich hier an der Wand die Schalter und die Konsolen miteinander getauscht, sodass die Schalter zu den passenden Konsolen jetzt direkt nebeneinander liegen. Das war vorhin etwas verwirrend. Das war hier der Schalter, dann war das Kabel dazwischen, dann kam jetzt die Konsole. Da kommt schon wieder der Schalter von der nächsten Konsole. Das hat hier zu Verwirrung gesorgt. Ich habe es noch nicht getestet, ob ich das jetzt auch wieder alles richtig eingestellt habe, aber das sehen wir dann, wenn etwas falsch im Ofen liegt. Dann haben wir den Wohnbereich etwas umgebaut. Ich habe hier eine Zwischendecke eingezogen. Und den Schachtauswurf für die produzierten Ware habe ich hier nach unten versetzt. So, das war zumindest von dieser Seite mit dem Umbauten. Dann habe ich den Aufzug auch noch etwas umgebaut. Wenn wir hier schon einen Zwischenboden haben, dann sollen wir hier auch in den Zwischenboden rein können. Hier ist nur eine Notbeleuchtung. Das hier wird der Servicebereich. Hier soll dann die Belüftung und so weiter soll hier reinkommen. Und ich habe in vorausschauender Vorsicht auch schon mal die Solaranlage erweitert. Der Raum ist jetzt gefüllt mit Solarzellen, damit wir auch genug Strom produzieren, wenn wir uns jetzt an die Klimaanlage oder zumindest mal an den Beginn der Kühlung setzen wollen. Wir haben hier am Tage haben wir hier rund zwischen 30 und 40 Kilowatt, die wir produzieren. In der Nacht sind es immer noch 5 bis 6, je nach Windstärke von den Windkraftanlagen. Das ist also doch schon eine ordentliche Menge Energie, die wir hier jetzt produzieren können. Gut, dann gehen wir mal in den Keller schauen. Denn auch da war ich fleißig. So, hier ist noch keine Beleuchtung. Boah, das ist schon meine ganze Taschenlampe. Ich habe hier schon mal den Raum gebaut, soweit wie oben die Räumlichkeiten sind, ist hier unten jetzt auch eine Räumlichkeit entstanden. Das heißt, unser Volumen, das wir dann mit Luft befüllen müssen, hat sich beinahe verdoppelt. Nur beinahe, die Solarzellen, die haben ja nochmal ein extra Stockwerk. Aber das muss es so sein. Hier am Boden sind keine Fundamente drunter. Wenn ich die hier am Boden setze, verschwinden sie trotzdem unter dem Boden. Da müssen wir dann schauen, wie wir da bauen können, was wir alles bauen können. Es gibt Bauteile, die benötigen dringend ein Fundament. Da müssen wir dann halt einfach Boden darunter setzen. Gut.
5 Minuten sind um, Einleitung ist vorbei. Das war's, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Nee, Spaß beiseite. Wir wollen jetzt erst einmal einen Luftanschluss nach unten bekommen. Wir brauchen da Frischluft und wir brauchen auch schon einen Anschluss für die Entlüftung. Das wollen wir da gleich mal zentral reinziehen, damit wir das später nicht wieder immer umbauen müssen. Dazu brauchen wir jetzt erst einmal ein paar Rohre. Die nehmen wir hier schon mal mit. Wir decken uns hier mal mit ein paar Rohren ein. So werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber lieber zu viel als zu wenig. Ich hoffe eigentlich, dass die Sonne demnächst aufgeht, damit wir auch ein bisschen was sehen. So, wir haben hier oben ja schon eine passive Entlüftung. Da gehen wir mit der Abluft von der Schmelzanlage hoch. Und ich habe mir gedacht, wir ziehen die jetzt einfach weiter nach unten, bis wir im Kellerraum ankommen. Dann haben wir dort schon mal einen Anschluss an den passiven Vent hier oben. Dazu müssen wir hier mal kurz die Wände rausreißen, damit wir sehen, wo wir hier durchkommen. Kommen können. Das schließen wir mal, dass wir hier besser bauen können. Gut, dann brauchen wir jetzt Rohre und wir brauchen die Rohrzange dafür. Dann versetzen wir jetzt einfach mal hier die Rohre weiter nach unten. Und hier müssen wir Boden rausreißen. Jetzt möchte ich aber am liebsten nicht den Boden rausreißen, wo der Schmelzofen drin ist, damit der nicht abkühlt. So, haben wir hier noch Platz zum Bauen? Wir versuchen das mal von hier aus. So, jetzt müssen wir da ganz unten am besten noch irgendeine Kreuzung reinbekommen. Bis hierhin sind wir. Da muss noch eine Abzweigung nach innen gelegt werden. Die müsste so rumgedreht sein. Am liebsten aber eine Etage tiefer. Weil das sieht man hier von hier noch nicht. Und ansonsten müssen wir Fundamente abzählen. Ja, dann machen wir das mit Fundamenten abzählen. Dann fliegen wir hier erstmal wieder raus und schweißen das hier vorsichtig zu. Ich will mich nicht wieder selbst einschweißen. Einmal reicht. Wow! Überschüssige Luft ist entgegengekommen. Gut. So viel mal zur Abluft. Hier haben wir Frischluft, aber die läuft nur, wenn der Ofen eingeschaltet ist. Das ist ein bisschen doof. Ganz kleines wenig, bisschen. Wir reißen hier auch mal die Wände raus. Ich möchte hier mal schauen, wo wir hier mit dem Kabel durchgehen, damit ich das hier nachvollziehen kann. Wir kommen mit dem Strom von da drüben. Gehen da hoch. Fahren hier einmal rundherum. Das heißt, wenn ich jetzt das Kabel hier umlege, damit wir da von innen Strom haben, haben die oberen Heizungen keinen Strom mehr. Wir hätten diese Abluft hier hin. Ach, hier haben wir nochmal eine Abluft. Das hier können wir dann so mal umbauen. Das brauchen wir im Prinzip nicht, wenn wir die Vents auf 40 Megapascal Innenluft begrenzen. Dann brauchen wir hier auch keinen Überdruck. Dann bauen wir das hier wie folgt. Und genau, das machen wir so. Wir bauen jetzt erst einmal die hier ab. Und wir bauen den hier. Jetzt habe ich zu wenig Platz im Inventar. Macht ja nichts. Dann nehmen wir hier mal die überschüssigen Rohre weg. Ja, genau. Die Basis entlüften. Oh, hier sind wir komplett undicht. Zieht die Luft dann ganz hinein. Das wollen wir nicht. Wir sind zwar noch nicht klimatisiert da drin,
Habe ich jetzt wieder einen Rahmen abgebaut? Ja, habe ich. Möchte hier die Rohre. Hier muss ich ganz gut zielen. So, und die Rohre da drunter, die lassen wir jetzt mal noch drin. Den passiven Vent können wir auch mitnehmen, wenn wir den Platz haben. Gut. Dann machen wir das hier so. Das hier reißen wir auch nochmal raus. Dann können wir hier ein gerades Stück nehmen. Sehr schön. Durch gerade Stücke können wir nämlich mit unseren Kabeln durch. Das heißt, wir müssen hier nicht mehr so einen riesen Umweg machen mit den Kabeln. Den hier kann ich jetzt nicht abbauen, aber das macht hier nichts. Hauptsache, wir können das da oben trennen. Dann gehen wir mit den Kabeln nämlich hier durch. Dann sind die Heizungen und der Druckregler fest miteinander verbunden. Und den aktiven Vent schließen wir jetzt hier dran an. Schalten den schon mal ein. Da haben wir jetzt noch keinen Strom. Und jetzt das Kabel da drin mit unserem Stromkreis da innen verbinden müssen. Aber das wäre dann hier soweit der Umbau schon mal fertig. Dann können wir hier auch die Verkleidung wieder ransetzen. Verkleiden wir da vorne auch schon mal die Wand wieder. Nein, verkleiden noch nicht. Ich habe das ja eigentlich umgebaut, dass wir hier mit einem Rohr nach unten können. Und das können wir immer noch nicht. Weil jetzt gehen wir wieder mit dem Kabel da durch, wo ich mit dem Rohr durch wollte. Wie machen wir denn das da am besten? Kann ich hier mit dem Kabel durch? Kabelschneider. Ja, da können wir mit dem Kabel durch. Das ist absolut kein Problem. Dann brauchen wir das Kabel hier nicht. Oh, ist doch schön. Jetzt kann ich auch das nicht mehr abbauen. Dann reißen wir hier doch mal die Wand komplett raus. Winkelschleifler erforderlich. Gut. So. Dann können wir nämlich hier auch die überzähligen Kabel abreißen und das hier komplett neu verkabeln, wie wir das brauchen. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Den könnte man noch schöner verkabeln, den sowieso. Hier brauchen wir eine Kurve. Und zwar nach da vorne und hier rüber. Und hier brauchen wir mal ein gerades Stück und eine Kurve nach da vorne. Dann haben wir hier nicht mehr überstehende Kabel, hier haben wir nur noch ein überstehendes Rohr. Auch das machen wir noch kurz hübsch. Die hier wollte ich nehmen. So. Hier kommt eine ganz normale Kurve hin. Und da gehen wir jetzt mit dem Anschluss nach unten in den Keller. Kritisch. Ja. So, das müsste reichen. Überzählige Materialien können wir jetzt mitnehmen. Haben immer noch keinen Platz frei für die... Doch, haben wir. Wir können die Kabel hier reinnehmen. Können wir den Passivvent hier nämlich auch wieder mitnehmen. Hier setzen wir die Wand wieder ein. Da hatten wir Typ 4 Kompositwand. So. Sieht doch schon ordentlicher aus. Na, das machen wir denn ein andermal. Gut, wir sind unten mit den Anschlüssen von den Rohren. Energiekritisch. Nicht vergessen. Energiekritisch. Energie erledigt.
So, dann mal runter da. Wir nehmen noch Farbe mit. Die drei sind vergeben für Filteranlagen. Die ist auch vergeben. Wir hätten noch Khaki, Braun, Gelb. Ja, Gelb hätten wir auch. Lila, Rosa und Blau. Nein, Blau ist Wasser. Dann nehmen wir doch die Abluft, nehmen wir Braun. Dann schmeißen wir hier mal ein bisschen Farbe drauf. Machen wir das am besten so. Dann können wir hier etwas Farbe sparen. Die sprayen wir mal Braun an. Und na klar, ist jetzt hier wieder alles. Ach was, wir schmeißen das einfach mal da rein. Und die Frischluft, die nehmen wir gelb. Ja, Frischluft nehmen wir gelb. So. Wo ist er denn? Da ist er. Da kommt die gelbe Farbe rein. Die braune kommt wieder hier oben drin. So. Dann müssen wir mal schauen. Jetpack ist sehr, sehr niedrig. Müssen wir jetzt mal schauen, wo wir jetzt da mit den Rohren reinkommen. Muss hier mal rausgebaut werden. Jetzt müssen wir da oben dann rausbohren. Dafür brauchen wir mal den Bohrer. Biegen uns da mal hoch. Hier kommen wir da schon runter. Okay. Bin ich hier mit dem Raum 1 breiter, als was ich eigentlich dachte. Aber das macht ja nichts. Hier haben wir gesagt, hier kommt die Zuluft. Hier oben kommen wir mit der Zuluft rein in den Raum. Wir machen das mal so, damit wir sehen, wo wir da ankommen. Und schweißen das gleich wieder hier zu. Nur für den Fall, dass ein Sturm kommt. Wo haben wir den Schweißer? Hier haben wir das Schweißgerät. Und jetzt sind wir wieder undicht. Wenn ein Sturm kommt, haben wir ein Problem oben mit den Solaranlagen. Gut. Hier hat das wunderbar geklappt. Hier kommen wir schon mit dem orangenen Rohr runter. Das ändern wir jetzt aber noch kurz auf braun. Wo habe ich denn den... Hä? Ah, hier drüben. Gut. Hier, das ändern wir noch kurz auf braun. Das reißen wir nochmal ab und bauen hier ein neues ran. Gut, das ist unser Überdruckventil von sämtlichen Anlagen. Da gehen wir mit der Abluft raus. Hier kommen wir mit der frischen Luft, Außenluft von außen in die Basis. Das ist schon mal das, was wir hier als Grundgestell brauchen. Dann ziehen wir mal die gelben Rohre hier nach unten. Oder bauen wir das an der Decke entlang? Nee, wir bauen das hier unten entlang. Aber ich habe mir mal überlegt, die Rohre alle in die Decke zu klatschen. Aber beim Raum, der 2 hoch ist, das wird zu mühsam zu bauen. Bei kleineren Räumen können wir das so machen. Aber hier sollten wir das nicht so machen. Gut, wir kommen hier jetzt mal mit der Frischluft nach unten. Und dasselbe machen wir noch kurz mit Abluft, dass wir hier auch schön arbeiten können. Habe ich gesagt, mit der Abluft? Ist doch klar, dass ich die jetzt alle falsch gefärbt habe. Ja. Was ist denn heute los? Ah! So. So.
Wir sind schon mal unten. Wir müssen danach aber noch schauen, wo wir denn da überhaupt genau lang können. Jetzt, wie sieht der Plan folgendermaßen aus? Oder der Plan sieht folgendermaßen aus. Ich möchte hier zuerst einmal Stickstoff rausfiltern für die ganze Klimaanlage. Die Klimaanlage soll dann den Stickstoff auf minus, ja, etwas zwischen minus 100 und minus 150, da weiß ich noch nicht genau wie viel, auf etwa minus 100 Grad runterkühlen. Dann brauchen wir hier eine ganze Reihe Kühlungen, Klimaanlagen. Der Stickstoff soll dann in einem Tank zwischengespeichert werden, dort umgewandelt in flüssigen Stickstoff. Und mit dem flüssigen Stickstoff will ich dann die ganze Kühlung betreiben. Das hat vor allem die Idee, dass wenn wir das so tief runterkühlen, dass wir Dinge sehr schnell, sehr stark runterkühlen können. Vorausgesetzt, wir haben dann genügend Kühlmittel auf Vorrat. Hier fehlt Kupfer. Dann setzen wir das. Moment, wir schauen kurz mal nochmal in den Ofen rein. Mal schauen, ob es da noch irgendwas im Ofen drin hat. Ich bin da zwei, dreimal auf Knöpfe gekommen, als ich das Ganze umgebaut habe. Nein, hier ist leer, hier ist nichts mehr drin. Wir machen den mal auf. Temperatur müssen wir noch etwas heizen. Für Kupfer müsste es zwar reichen, aber wenn wir schon gleich mal hier draußen sind, wir heizen den noch mal kurz etwas auf. Auf rund 800 Grad. Ah, ich denke, 800 müsste reichen. Ich hätte recht fix, wenn das hier alles angeschlossen ist, aber der Stromvorrat, der geht dann auch recht fix runter. Ich habe hier genau, ich habe hier die Stromkreisläufe von der Anlage hier hinten und der Basis zusammengeschlossen. Es ist jetzt also alles ein Stromkreislauf und hat den Nebeneffekt, dass diese Batterie immer als erstes verbraucht wird. Und erst wenn die Batterie komplett aufgebraucht ist, kommt die in der Station dazu. Wir sehen auch schon, jetzt beginnt er hier an der Stationsbatterie zu ziehen, die in der Station drin ist. Ich denke mal, dann müsste das hier auch von den Temperaturen her reichen. Ja, wir sind schon wieder fast bei 1000 Grad. Schalten den Ofen aus. Die Klappe, die Luke habe ich jetzt, glaube ich, offen. Ich hoffe, die habe ich offen gelassen. Sobald wir eine Kühlmöglichkeit haben, will ich dann die Steuerung von dem Schmelzofen auch da vorne hier noch an diese Wand klatschen, dass wir das alles von hier aus bedienen können. So, wir haben gesagt, es fehlt Kupfer. Wir gehen in den Hochofen, die 2, und wir gehen in den Elektronikdrucker, auch die 2. Das passt also. Dann wollen wir jetzt Kupfer. Wir haben 94, sagen wir mal 200 Stück. 1, 2, 3, 4. Das hat geklappt. Es sind nur noch 90 drin. Das funktioniert jetzt alles automatisch. Das geht jetzt raus in den Ofen. Dort wird es geschmolzen. Da der Hebel offen ist, müsste das eigentlich auch zeitnah hier eingelagert werden. In der Theorie. Hat zumindest so getönt, als wäre hier schon was angekommen. Schauen, wir haben Kupfer 86, jetzt sind es 130. Jawohl, da fehlt sonst nichts mehr. Wunderbar, hier liegt Plastik rum. So. Den Vent da draußen müssen wir noch anschließen. Dürfen wir nicht vergessen. Jetzt aber erstmal unten bauen. Wir brauchen jetzt also mal atmosphärische Einheiten. Davon brauchen wir eine ganze Reihe, eine ganze Menge. Atmosphärische Einheiten. Ich habe geplant, 9 Stück in Folge zu platzieren. Jeweils 3 nebeneinander. Dann wären das schon mal 27 Stück. Dann für den Anfang mal 3 Filteranlagen, die Stickstoff rausfiltern. Wären also 30 Stück, die wir davon brauchen. Deswegen haben wir auch die Solaranlage kräftig ausgebaut. Und das wird jetzt doch jede Menge Strom kosten, wenn wir das dann noch mit Automation so weit runterbrechen wollen, dass wir da nicht allzu viel, also wirklich nur das verbrauchen, was wir auch dringend benötigen. Gut,
Dann schließe ich das da hinten noch kurz an. Schließe hier das Kabel noch an und dann sehen wir uns wieder, wenn hier die Rohstoffe gedruckt sind. Bis gleich also. Ja, da bin ich wieder. Aha, was für ein ordentlicher Haufen hier. Das müssen wir alles verbauen. Freue mich jetzt schon. Wir haben nur noch etwa 5 Minuten, aber wir bauen zumindest schon mal die Filtration auf, sodass wir schon mal Stickstoff aus der Atmosphäre ziehen können. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir das hier aufbauen. Ich denke, die Kühlung nehmen wir hier hinten durch. Dann kommen wir hier nicht in den Konflikt mit den Rohren. Hier hinten kommt die Kühlung. Dann hätten wir hier Platz für... kurz überlegen. Hier hätten wir Platz für den Puffertank vom, vom gasförmigen Stickstoff. Und der Puffertank für das flüssige Stickstoff. Ja, dann ist der größte Teil des Raums eigentlich noch leer. Wir nehmen hier schon mal eine Abzweigung ran. Dann bauen wir die hier ran. Das habe ich vermutet. Da brauchen wir jetzt Fundamente drunter. Wo gehen wir denn mit den Fundamenten noch hin? Wir brauchen Fundamente und wir brauchen Stahlbleche. Lassen wir hier etwas Abstand. Wir nehmen die ungefähr hier hin. Auch dass man da hinten noch mit dem Rohr durch kann, damit ich die Überdruckleitungen hier noch anschließen kann, ohne dass wir das zu kompliziert gestalten müssen. Das müssen wir jetzt erst einmal verschweißen. Komm, schmeißen wir einfach was weg. Nicht die Bleche, die brauchen wir. Das Schweißgerät haben wir hier. Eine Stufe hätte gereicht. Ach komm, wir schweißen das gleich luftdick dicht, damit hier die Snap-Punkte verschwinden, dass wir hier das nicht mehr so hervorgehoben bekommen. Gut, dann kommen hier Filteranlagen hin. Filtration. Jetzt ist hier die genau falsch rum mit der Laufrichtung. Dann nehmen wir die am besten so durch. Genau, dann können wir hier vorne mit der Abluft raus. Oder muss ich kurz überlegen, hier seitlich kommt hier alles, was nicht gefiltert wurde. Das müsste dann ins Waste-Rohr. Von hinten müssen wir mit dem Frischrohr ran. Das geht jetzt wieder total bescheiden auf hier. Oder drehen wir die um 90 Grad? Brauchen wir dann eben mehr Platz? Nicht die Klima, auch hier die Filtration. Ist hier eben verdreht. Aber das macht im Prinzip... Doch, das macht was. Ne, wir bauen die so auf. Eine hier. Dann brauchen wir hier Platz für ein Rohr. Für das Waste-Rohr. Dann brauchen wir hier Platz für den Strom. Dann kommt das nächste hier hin. Jetzt habe ich eine Klima gebaut. Filtration, die nächste kommt hier hin, haben wir gesagt. Und dann bauen wir noch eine dritte auf. Die müssen wir holen. Strom geht auch aus. So, eine brauchen wir noch. Dann brauchen wir etwas Strom. Rumpti-dumpti-dum. Wir haben wieder Übergie.
2 Abstand. Wunderbar. Ja, wir sind zeitlich rum. Ich denke, wir schließen das beim nächsten Mal an. Bin mir überlegen, ob ich hier doch, ich glaube, bis zum nächsten Mal montiere ich hier noch etwas, ein paar Lampen, dass das hier nicht alles so dunkel ist. Wir sehen uns dann also beim nächsten Mal wieder. Euer Gairon.